Den digitalen Wandel begleiten, meine Damen und Herren, Michael Kleinemeier. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ist mir eine besondere Ehre, mal wieder auf der Bühne zu stehen hier. Ich habe, glaube ich, 2 Jahre Urlaub gehabt, aber nur an diesem Tag hier. Wie der Krüskes das gesagt hat, er sieht aus, als würde er in der Playoff spielen hier. Aber so weit sind wir noch nicht. Muss man sich dran gewöhnen. Ja, ich habe die Aufgabe, wie gesagt worden, von Gerd Ossold übernommen, etwas zu machen, wo wir gesagt haben, wir müssen natürlich auch den Service und den Support weiterentwickeln. Die erste Aufgabe, die wir gemacht haben seit dem 1. Januar, wir haben beide Bereiche zusammengebracht, wir haben sie migriert, das Ganze jetzt weltweit, um den neuen Herausforderungen auch hier gerecht zu werden. Die zweite Aufgabe, die ich natürlich auch gerne übernehme, weil ich gerne die in der Perspektive des Kunden denke, ist natürlich auch global die User Groups mit zu betreuen, und ich glaube, eine der aktivsten, die sitzen gerade hier vor mir, ist nämlich durch die DSAG, und ich muss auch hier sagen, eine der inhaltlich stärksten, wo wir wirklich auch sehr stark inhaltlich reingehen. Ich hatte jetzt mit der indischen User Group zu tun, mit der japanischen User Group zu tun, mit der amerikanischen User Group zu tun, alle haben irgendwo ein paar Schwerpunkte, und ich glaube, es gäbe gute Möglichkeiten, sogar der Synergien noch voneinander ein paar Dinge zu machen, wenn Sie sehen, dass in Asien ja immer alles so fürchterlich schnell sein muss. Da gibt es ja keinen Morgen, das muss ja gleich sein oder eine Stunde, aber wir reden hier in anderen Zeitdimensionen, und ich denke, auch hier können wir einiges noch dazu lernen, aber ich glaube, wir haben hier und ich persönlich natürlich eine sehr lange Zeit gemeinsam mit Ihnen verbracht. Ich glaube, ich war mit bei den ersten Sitzungen, da braucht man nicht so einen großen Saal, ich glaube, da haben nur so 50 Leute Platz gefunden. Mittlerweile sind wir hier bei 4000, was schon sehr, sehr beachtlich ist, und ich glaube, es wird gute Arbeit geleistet. Und das geht manchmal nicht so harmonisch zu, wie wir uns das hier auf der Bühne so vorstellen. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Ich sage ja immer, Reibung erzeugt Hitze oder Wärme. Und dann, glaube ich, kriegen wir die Dinge dabei. Sie haben von Preisen gesprochen, ja. Ich glaube, das ist richtig. Auch hier müssen wir uns mal zusammengehen. Meine Zusage ist, wir werden Ihnen keine Preise über den Zaun werfen, sondern wir werden mit Ihnen die Preise diskutieren, dass wir mal reingehen und sagen, passt das alles. Nicht alles das, was wir heute im Labor machen, auch dann Preise, sind die richtigen. Ich glaube, da brauchen wir auch die Diskussion mit Ihnen gemeinsam. Und das ist, jetzt habe ich den Drücker noch hier, das ist sehr wichtig, dass wir hier auch weiterarbeiten. Es wurde gesagt von Herrn Quittmann, die Frage Offenheit. Und ich glaube, das ist eins der wesentlichen Learnings. Ja, die Plattform wird offen sein. Die Plattform muss offen sein. Wir müssen auch die Möglichkeit geben, Kunden ein Best of Breed zu geben. SAP war, glaube ich, immer stark im Best of Suite und wird es auch sein. Nur ist die Suite in dem Verständnis, geht ja heute über das Klassische hinaus, sondern wir haben die LOB-Solution, wir haben die Cloud-Solution und wir gehen deutlich in die Thematiken des Internet of Things, wo wir komplett neue Anwendungen haben, wo wir aber auch Support-Modelle komplett überdenken müssen und sagen, passen denn die heutigen überhaupt noch? Und was passiert, wenn eine Maschine nicht mehr mit Daten in Echtzeit versorgt wird? Wie können wir da reagieren? Es wird unterschiedliche Geschwindigkeiten geben, auch in den Lösungen. Wir kommen später dazu. Die Frage, wie können wir eigentlich heute mit einem System of Records umgehen, was man das klassische ERP bezeichnen könnte, das System of Differentiation, das System of Innovation, wo ich eigentlich fast täglich Änderungen reinspielen muss. All das sind Diskussionen, die uns beschäftigen, die uns gemeinsam beschäftigen. Denn eins ist auch klar geworden, das Thema Geschwindigkeit wird mehr und mehr zunehmen. Was möchte ich mit Ihnen in der nächsten Dreiviertelstunde machen? Ich möchte einmal auch zurückgucken, was haben wir gemeinsam erreicht, und ich glaube, das kann sich sehen lassen. Wir müssen hinterher wieder fragen, was wollen wir eigentlich bis 2016 erreichen, bis zur nächsten DSAG-Sitzung. Ich möchte mit ein bisschen nochmal auch die Diskussion haben, die Strategie für Support und Innovation oder Weiterentwicklung, wie wir eigentlich hiermit umgehen wollen. Gemeinsam, was wir schon machen. Es wurde gesagt, der Solution Manager 7.2, glaube ich, ist eine entscheidende Weiterentwicklung, die wir jetzt hiermit machen, denn wir öffnen den jetzt auch für Nicht-SAP-Systeme, sodass Sie Ihre Landscape hier verwalten können. Dann das Thema der digitalen Transformation. Auch hier mal die schöne Frage, wo ein Kunde gesagt hat, komm, jetzt treibt da schon wieder der nächste Sau durchs Dorf.
ist es jetzt ein Hype oder Realität? Wir werden hier zwei gute Beispiele haben, wo ich glaube, ja, da passiert was. Und da ich mittlerweile ja nicht mehr in einer festen Wohnung wohne, sondern auf Lufthansa 2A, man viel unterwegs bin, sehe ich auch hier unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ich sehe diese Geschwindigkeiten auch regional unterschiedlich. Und ich glaube, wir müssen uns hiermit beschäftigen, wie können wir eigentlich diese Geschwindigkeit mithalten in den Systemen, in den Releasen, was machen wir hier. Und dann die Frage, ja, der Weg zu S/4HANA, es wurde hier gesprochen, Information, ja, ich glaube, da haben wir ein Defizit. Es wurde gestern besprochen, dass wir Webinare einführen, aber es gibt natürlich auch eine Frage, wo wir uns individuell mit Ihnen beschäftigen müssen im 1:1 und sagen, was heißt das denn eigentlich für Sie, wenn wir keine Account Receivable mehr haben? Was ist denn die Organisation? Wie gehen Sie denn damit um? Wie führen Sie von dem Alten ins Neue? Wie kommen Sie von klassischen Web-UIs in die Fiori-Welt hinein? All die Dinge, damit müssen wir uns beschäftigen. Wir haben jetzt auch hier gesagt, wenn wir das Ganze machen, wollen wir Services anbieten, die anders sind, als wir das von R2 auf R3 machen. Wir wollen, ich sag mal, für Kunden die Eintrittsbarriere hin in diese neue Generation von Applikationen einfach machen und so niedrig wie möglich halten. Aber gleichzeitig die Chance nicht verpassen, die Innovationen zu nutzen, weil sonst haben wir in der Tat alten Wein in neuen Schläuchen, was wenig Sinn macht. Beim Rotwein kann man noch dazu stimmen, beim Weißwein wahrscheinlich eher weniger. Ja, was haben wir erreicht? Was haben wir gemeinsam erreicht? Und dazu möchte ich mich natürlich bedanken beim Vorstand, wo wir wirklich, glaube ich, mittlerweile eine gute Zusammenarbeit gefunden haben. Ich glaube, der Weg seit 2010 war der richtige. Zu sprechen, sich zu streiten, die Wege zu suchen. Das hat mich so in meinen ersten Jahren bei SAP, die sind natürlich schon 26 Jahre her, erinnert, wo wir eigentlich auch dann ordentlich gestritten haben und dabei immer die richtige Lösung gefunden haben. Hätten wir es nicht gemacht, hätten wir ein paar gute Lösungen verpasst. Vielen Dank aber auch an die Arbeitsgruppen und Themengruppen, die hier die Arbeit bringen. Man ist ja am ersten Tag, wenn die auf der Bühne steht, dann läuft es mir zumindest immer kalt den Rücken runter, dass Leute da sehr stark auch ehrenamtlich sich hier einbringen. Und man weiß, ich mache auch einige ehrenamtliche Ämter, das heißt Einsatz, das heißt Zeit aus dem gewöhnlichen Arbeitsalltag herausschneiden, ein Wochenende zu spendieren, ohne direkt selber den Nutzen zu haben, sondern den Nutzen in einer Community zu haben. Von daher können wir uns gar nicht genug bedanken. Und ich glaube, es war ein erfolgreiches Jahr in Mannheim, der Technologietag mit gut mehr als 1850 Teilnehmern, also mittlerweile auch schon einer der großen Events hier in Deutschland, der gemeinsame CeBIT-Auftritt, dann natürlich diese 179 Arbeitskreise und Themengruppen, Arbeits- und Themengruppen, die wirklich konstruktive Zusammenarbeit machen. Ja, was wir in 2010 ja auch gemeinsam gemacht haben, und da gilt auch der besondere Dank der DSAG, wo wir das Customer Connect ja aufgebaut haben, haben gesagt, okay, wie können wir überhaupt jetzt, wie kann ein Kunde seine Wünsche, seine Anforderungen eigentlich, seine Requirements einbringen? Und ich glaube, das war viel 1071, Sie hatten die Zahl gezeigt, ich kann sie hier nochmal bestätigen, sie ist richtig, seit 2011, die an Verbesserungen in die Systeme eingeflossen waren, alleine in 2015 schon 284. Hinzu kommt diese Customer Engagement Initiative, CEI, wo wir auch mit 370 DSAG-Mitgliedern an gut 158 Projekten arbeiten. Das Modell läuft und hat sich jetzt auch mittlerweile global bestätigt. Ja, das ganze Thema Otto Shell, was wir angehen, natürlich Thema, ist es Industrie 4.0 oder ist es IoT? Für mich ist IoT mal der breitere Rahmen, in den wir reingehen, und Industrie 4.0 wichtig, aber es geht sehr stark in das Unternehmen, und ich glaube, wir haben heute die große Differenzierung, die haben wir auch außerhalb des Unternehmens. Wir müssen uns hiermit beschäftigen. Und die große Frage, jeder weiß, wir müssen hier was tun. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Ich versuche nachher ein paar Beispiele mal zu bringen und sagen, okay, wie ist denn ein Unternehmen überhaupt darauf gekommen, die Technik zu nutzen, um Innovationen nach vorne zu machen und sich zu differenzieren gegenüber dem Markt. So, danke nochmal an alle seitens SAP. Ich glaube, ein sehr, sehr gutes Modell, was wir gefunden haben, in dem wir wirklich auch durchaus mal konstruktiv, aber ergebnisorientiert arbeiten. Ich glaube, die Partnerschaft hat sich bewährt und in meinen Jahren hier gemeinsam mit der DSAG
auch sehr gut entwickelt, wenngleich wir auch sagen, wir hatten auch mal ein Tief, Sie hatten es genannt, 2008, 2009, auf den Weg der Tugend hier wieder zurückgeführt. Gut, es wurde viel gesprochen über die SAP-Strategie und Support für Innovationen, ein Bereich, den ich hier übernommen habe, den wir versuchen natürlich auch weiterzuentwickeln. Und wenn ich hier reingehe, sehen wir heute, dass wir eigentlich drei wesentliche Elemente haben, mit denen wir uns hier beschäftigen. Die Nummer eins, das ist immer sehr wichtig, ist der stabile Betrieb beim Kunden, den wir hier 100% sicherstellen müssen. Und ich glaube, dazu haben wir weltweit eine Organisation hier aufgebaut, die sehr stark arbeitet. Wir wollen das Support Offering, das Angebot, das Portfolio auch kontinuierlich weiterentwickeln. Und ehrlich gesagt, dafür brauche ich auch Sie, um zu sagen, passen denn jetzt die Services, sind das die richtigen Services, die Sie weiterbringen? Und die kontinuierliche Verbesserung des Produktportfolios, auch Weiterentwicklung. Es wurde da gesagt, die SAP hat eine Aussage gemacht und ich kann die Aussage vielleicht auch nochmal spezifizieren, dass wir bis mindestens 2025 die Wartung aufrechterhalten. Ich weiß sehr wohl und war vorletzte Woche in den USA bei einem Kunden, bei dem ich vor 18 Jahren war. Und er sagte, sagen Sie mal, Sie kennen doch noch die R2-Tabellen. Und da sagte, warum wollen Sie das wissen? Ja, sagt er, es gibt doch diese Tabelle Y499, die kenne ich auch noch im Schlaf. Sag, ja, die kenne ich noch. Ich sage, warum? Ja, sagt er, das System läuft im Hintergrund noch. Wir machen das, also es lief noch in R2 im Hintergrund. So lange überleben Systeme heute. Aber ich habe die Tabelle noch gekannt und ich weiß nicht, warum. Ich beschäftige mich mit meinem Psychologen mittlerweile damit, was das Ganze soll. Gut, wir haben gesprochen hier, um Ihnen auch ein paar Informationen zu geben. Wir haben weltweit heute weit über 80%, die Enterprise Support nehmen. Auch ein Modell, was sich etabliert hat. 98% der Neukunden wählen diesen Support und kaum ein Kunde geht von dem Enterprise Support zurück. Hier, glaube ich, haben wir und Herr Otzko, Sie haben es richtig gesagt, auch noch etwas zu tun, dass wir sagen, wie gehen wir denn damit eigentlich um. Gut, kommen wir zum stabilen Betrieb. Was tun wir hier? Und ich habe jetzt hier etwas vollere Folien, aber ich meine, es ist mal wert, auch mal genau drauf zu gucken. Denn ja, wir haben unterschiedliche Support-Level. Wir haben den Standard-Support, wir haben den Enterprise-Support, wir haben den Max-Attention, der vielleicht für die ein oder anderen Kunden zu dick ist. Wir werden aber wirklich hergehen und sagen, wir arbeiten an den Dingen weiter und wollen jetzt gerade insbesondere in dem Bereich von S/4HANA Teile, wollen also Lieferungen machen, die, ich sag mal, Max Attention-like sind, ohne dass wir mit dem großen Koffer zu Ihnen kommen, auch hier weitergehen. Uns ist wichtig, den stabilen Betrieb beim Kunden sicherzustellen. Ich hatte jetzt einen Kunden, das war ganz interessant, ein Krankenhaus in Osteuropa, das abgebrannt ist, von dem jetzt nicht mehr ein Datum besteht. Das Krankenhaus gibt es also digital nicht mehr, so viel zur digitalen Entwicklung. Auch solche Dinge passieren heute noch, wo man eigentlich hätte vorher ein bisschen mehr über Disaster Recovery sprechen müssen. Also uns ist wichtig, dass wir hier helfen mit der Organisation. Wir haben in Enterprise Support natürlich auch noch einige Dinge hinzugefügt, wo wir gesagt haben, wir wollen harmonisierte Service Level Agreements haben über alle Produktbereiche hinweg, also auch SuccessFactor und die anderen. Hier arbeiten wir gerade sehr stark auch an den Integrationsszenarien, die wir mit aufbauen. Der Wissenstransfer, auch hier sehr, sehr wichtig, dass wir diese Enterprise Support Academy gemacht haben, aufgebaut haben. Insgesamt haben wir mittlerweile 32.500 Lernangebote, die rübergenommen wurden, 6.500 Meet the Expert Sessions gemacht haben, um nur ein paar Beispiele hier zu nennen. Wichtig ist hier, wir wollen den Support auch so aufbauen, dass wir Fehler erkennen, bevor sie überhaupt eintreten. Aber dafür auch die Hilfe zur Selbsthilfe bauen über Wissenstransfer, über Learning-Angebote, über kostenlose Kurse und so weiter. Dann wurde gesprochen über den Solution Manager, der Solution Manager 7.2. Hier haben wir den Ramp-up geplant im Dezember, der neben einem, ich sag mal, deutlich verbesserten UX natürlich auch einige weitere Funktionen mit aufweist. Hier, wir haben also wie gesagt massiv das UX verbessert und suchen jetzt hier, dass wir sehr stark in die Neuinstallation kommen. Wir haben das Launchpad komplett überarbeitet, wo Sie heute reingehen. Ich habe jetzt ein zentrales Launchpad, ob Sie es auf dem
iPad oder wo auch immer haben, wo wir die Daten herunterziehen, und zwar kundenorientiert. Sie gehen drauf und sagen, aha, das sind die Lösungen, die ich habe. Hierzu habe ich so viel Meldung, hierzu gibt es so viele Hinweise, um das Ganze auch noch einfacher zu machen. Und ich glaube, heute ist wichtig mal, Sie hatten darauf hingewiesen, auf die Session hier des Solution Managers 7.2, wo wir jetzt auch weitergehen und sagen, wir beziehen auch Fremdsysteme mit ein. Und ich glaube, von meiner Sicht, ich habe mir ja schon früh gesehen und mich damit beschäftigt, und wir haben ja mit den ersten Max Attention Kunden auch schon damit gearbeitet. Ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Und das, der vierte Punkt, nochmal hier die Zusammenarbeit, wie wir weitergehen wollen. Gehen wir einen Schritt weiter, das Support-Portfolio. Hier ist natürlich wichtig, dass wir hergehen wollen. Wir haben gesagt, wir müssen das Support-Portfolio erweitern. Wir müssen es erweitern über alle Produkte, über S4HANA, über Cloud, Mobile, Value Management, und haben jetzt natürlich in den Solution Manager 7.2 auch die Roadmap hinterlegt. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt auch hier reingehen, dass Sie Zugang haben und wissen, wie wir damit umgehen. Die Erhöhung der Reichweite war auch ein großes Thema, wo wir gesagt haben, wir brauchen natürlich Zugang, die Daten müssen zugehen. Wir haben die Collaboration-Plattform hier, SAP Gem, gesucht, haben die Möglichkeit oder bringen die Möglichkeit auch mit rein, wo wir sagen, Sie können sie auch mobile nutzen, also die klassischen Tools, mit denen Sie heute Informationen abrufen, auch für uns sehr, sehr wichtig. Und auch, glaube ich, die Zahlen können sich hier zeigen. Drittes, die Frage der Cloud-Unterstützung. Und das ist natürlich auch heute ein Thema, was wir sehr stark sehen. Kaum Unternehmen legen den Hebel um von On-Prem zu Cloud. Aber sie werden Teile rüberbringen. Sie werden die ersten Teile rüberbringen, wo sie sagen, hier kann ich mich eigentlich gar nicht so groß differenzieren, also kann ich sie rüberbringen. Das heißt aber, wir haben ein Cloud for, also ein Success Factor auf der linken Seite, wir haben ein C4C auf der Seite, wir haben ein SAM auf der Seite. Wir brauchen die Integrationsmodelle, und was sich sehr schnell zeigt, wenn mal was nicht läuft, liegt es jetzt an der On-Prem-Lösung, liegt es an der Cloud-Lösung oder liegt es an der Integration dazwischen, wo steckt es? So, hier arbeiten wir sehr stark an der Unterstützung dieses Cloud-Deployments, und wir haben eine weitere Initiative jetzt aufgesetzt, wo wir sagen, was heißt eigentlich der Support in Zukunft in einer digitalen Welt, wo wir Tausende, Zehntausende, vielleicht Hunderttausende von IP-Adressen ansteuern müssen, ob es eine Maschine zu Maschine ist oder was es immer auch sein muss, geht jetzt auch mit weiter in das Support-Portfolio auf. Das heißt, wir haben die ersten 5000 Cloud-Kunden schon hier mit rein und bauen jetzt nach und nach auch die Services auf, insbesondere auch im Mission Critical, denn diese Systeme müssen Sie auch aufrechterhalten, sie müssen permanent laufen, sonst wird das Ganze auch hier etwas schwieriger. Gut, das Produktportfolio beschäftigt uns natürlich auch immer, hier arbeiten wir weiter, und ich glaube, das läuft mit der Entwicklung auch jetzt mittlerweile recht gut. Wie wir vorher gesagt haben, ja, wir haben die Kanäle, mit denen wir gemeinsam mit Ihnen zusammenarbeiten wollen. Wir arbeiten auch an Industrien, insbesondere dann im Sinne einer Co-Innovation oder auch ein Co-Development, wo wir sagen, wir wollen eigentlich die Next Generation haben. Also in China oder in Asien bauen wir die Next Generation Insurance Solution, die komplett anders aussieht, wo wir sagen, wir denken eigentlich jetzt vom Kunden aus und sagen, okay, der muss ja komplett E-Commerce-like sein. Wie gehen wir damit um? Wie kann er eigentlich seinen Vertrag unterzeichnen, ohne dass er einen Vertreter braucht? Wie kann er in Kombination zu Vertretern sein? All die Dinge machen wir heute auch in einem Sinne einer sogenannten Co-Innovation. Ich glaube, das ist so ein bisschen going back to the roots. Die Innovationen müssen wir gemeinsam mit dem Kunden entwickeln. Es macht wenig Sinn zu sagen, wir gehen rein und sagen, wir machen die Next Generation darüber. Und wir werden damit auch andere Service-Angebote machen, indem wir sagen, wir haben eine sogenannte Industrie-Modell-Company. Und in diese Modell-Company integrieren oder migrieren wir die Kundendaten. Von da aus sagen wir, was ist eigentlich das Delta, was brauchst du eigentlich mehr, um nicht in 24 Monaten eine komplexe Lösung einzuführen, sondern vielleicht in 12 Monaten. Und die ersten Beispiele sehen wir hier. Die Weiterentwicklung neben diesen natürlich wichtig. Wir hatten über diese 1071 gesprochen. Das läuft auch weiter so. Wir versuchen natürlich auch, und Wieland, du wirst mir da zustimmen, zu sagen, welche Teile aus dem S4HANA können wir eigentlich retrofitten.
Es wäre aber zu kurz gesprungen für uns zu sagen, wir dürfen im SV HANA nur Prozesse entwickeln, die auch auf den alten Datenmodellen arbeiten. Ich glaube, das ist wichtig. Da wird es Unterschiede geben, da muss es Unterschiede geben. Ansonsten gibt es überhaupt keinen Mehrwert, darüber zu gehen. Und das sehen wir auch heute in den Projekten, wo wir sagen, wir wollen ja die Vorteile gerade sehen. Wenn wir heute sagen, wir bauen jetzt die Buchhaltung so, wie sie alt war, obwohl wir neue Möglichkeiten haben, glaube ich, würden wir hier etwas verpassen. So, wir wollen das Ganze ausweiten. Das ERP 8 ist angekündigt. Und wir diskutieren natürlich den Retrofit zurück in die Systeme. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Suite on HANA. Stimmt nicht ganz, sind mittlerweile 220 Fiori-Applikationen, die wir auch auf AnyDB laufen lassen. Auch hier gilt, Fiori braucht eine sehr schnelle Datenbank, wenn wir es richtig nutzen wollen. Und nicht alle Szenarien werden auf Fiori laufen, die wir und Fiori und AnyDB also auf einer klassischen relationalen Datenbank laufen. Also hier gehen wir auch weiter und machen diese Dinge. Ich glaube, die Extension Policy ist schon mal genannt worden. Ich glaube, dass der Herr Thomsen, oder ich glaube es nicht, ich weiß es auch noch mal morgen etwas sagen wird, wie stellen wir uns die Preise im vierten Quartal und darüber hinaus vor. Aber hier auch immer die Einladung, wir werden sie gemeinsam mit Ihnen diskutieren. Dass wir nicht nur sagen, hier ist ein neuer Preis und das wäre auch hier eine vertane Chance. Gut, bessere Implementierung, hier arbeiten wir permanent dran. Ich hatte eben einmal gesagt, ein Beispiel zu sagen, wir haben eine Modellindustriekampagne und gehen einfach nur rüber, sagt, was ist das Delta zum Kunden. Die Best Practices, die wir weiter ausbauen, hier haben wir mittlerweile eine Fabrik auch aufgebaut, um diese Dinge zu machen. Wir werden das auch sehr stark machen im S4HANA, wo ich insbesondere für Neuinstallationen eigentlich hergehen kann und kann mit Guided Configuration und diesen Dingen arbeiten. Das soweit zum Thema das Produkt und Produktportfolio. Ich möchte hier mit Ihnen auch noch mal ein bisschen die Sache teilen und sagen, die digitale Transformation, ist es jetzt ein Hype oder findet sie bereits statt? Und wichtig für mich, hier einmal kurz mit Ihnen zu erläutern und sagen, was passiert denn gerade schon in dieser digitalen Transformation? Und wir sehen, dass heute ja, dass fast 90% der Daten in den letzten 2 Jahren entstanden sind. Also Big Data ist heute schon Realität. Es gibt Aussagen, dass wir bis 2020 75 Milliarden Endgeräte haben, die wir erreichen können. Diese Zahl geht wöchentlich eigentlich fast hoch, weil man sagen muss, wenn die Firma Bosch sagt, jedes Endgerät, was meine Fabrik verlässt, hat eine IP-Adresse, ich kann sie erreichen, zeigt das, was dort passiert, was in dem Machine-to-Machine passiert. Und diese werden die Daten natürlich erzeugen. Also die digitale Transformation findet statt und sie hat ein paar Merkmale, die ich gerne noch mal mit Ihnen teilen möchte. Das eine ist die Geschwindigkeit. Das zweite sind die neuen Businessmodelle, die sich durch Technologie eigentlich auch ergeben. Und das ist auch wichtig. Es ist nicht nur ein Prozess, der jetzt auch einmal digital anders läuft, sondern daraus geht einher auch immer neue Businessmodelle. Neue disruptive Wettbewerber, die auf den Markt kommen, auch dazu werde ich noch etwas sagen, nämlich ganz interessant, teilweise overfunded, brauchen über die nächsten 10 Jahre keinen Gewinn machen, haben einen riesigen Kapitalnack und gehen dann eigentlich sehr, sehr schnell auf die Märkte. Die Early Adapters, die schnell folgen und die Technologie ist bei diesen heute der Treiber, deshalb die auch digitale Transformation, aber auch hier komme ich noch rein. Die Geschwindigkeit, und wurde auch vorher gesagt, während wir beim Radio noch 38 Jahre gebraucht haben, um 50 Millionen Nutzer zu brauchen, brauchte Twitter gerade mal ein Dreivierteljahr. Und das ist, glaube ich, etwas, diese globale Reichweite. Ich habe eine Diskussion gehabt mit der Bitkom, weil ich auch da im Präsidium bin, wo es dann hieß, ja, man müsste doch ein deutsches Netzweb haben, ein deutsches Internet. Ich sage, jetzt müsst ihr mir mal helfen, das heißt doch WWW, World Wide Web. Damit habe ich auch Chancen, damit kann ich weltweit auch meine Leistung anbieten und das passiert, ob wir das wollen oder nicht. Denn so große Mauern können wir gar nicht um Europa oder um Deutschland bauen, um diese Entwicklung aufzuhalten. Aber das Ganze passiert sehr, sehr schnell. Neue Businessmodelle und ich habe mal versucht, hier auch ein paar deutsche Namen mit reinzunehmen, die wir heute haben, wo beispielsweise die Firma Keser, und ich kenne den Herrn Keser, weil er einer der ersten R3-Kunden war, ist heute
ja, fast 25 Jahre später immer noch einer, der sagt, nein, wir müssen Innovationen machen, mit dem wir die Diskussion gemacht haben, was kann denn Kesa, die Kompressoren, differenzieren zum Kunden. Nummer eins ist natürlich die Availability, wer da sagt, wenn meine Geräte zu 99,9% verfügbar sind, habe ich einen Vorteil gegenüber meinem Wettbewerbern. Oder als das dann durch Predictive Maintenance fast erreicht war, kam dann die nächste Idee. Können wir nicht komprimierte Luft verkaufen? Denn Ford in Köln möchte eigentlich keinen Kompressor haben, sondern sie möchten entnehmen. Und wenn Sie heute sehen, wie sich diese Geschäftsmodelle ändern, das ist das Gleiche wie bei der E-Mobility. Wer glaubt, dass E-Mobility eigentlich nur ein Fahrzeug ist mit einem Elektromotor statt einem klassischen Verbrennungsmotor, springt auch zu kurz. Einhergeht, und wenn Sie heute nach Tokio gehen, und fragen, was hält denn Toyota nachts wach? Da sagen die neue Entwicklung, die Leute wollen kein Auto haben, die Leute wollen Kilometer haben. Ich will reisen und ich will reisen mit mehreren Verkehrsmitteln. All das verändert natürlich sehr, sehr schnell die Dinge. Oder die Firma Hagleitner, die Hygieneprodukte macht, Seife, Spender, und durch intelligente Verknüpfung, auch Nutzung von IP-Adressen, heute an jedes Thema rankommen kann und eigentlich eine komplette, ja, Hygiene-Supply-Chain sicherstellen kann für Hospitäler, wo sich die Tür zum OP nicht öffnet, wenn ich nicht vorher meine Hände gereinigt habe. All die Dinge passieren gerade relativ schnell. Oder der Hamburger Hafen, der sagt, ich habe halt in Hamburg nur eine begrenzte Fläche, aber ich will von 9 Millionen auf 25 Millionen Container gehen und hole mir zudem noch Passagierschifffahrt mit auf den Grund. All das passiert heute aber auch in anderen Businessmodellen. Die sogenannten disruptiven Wettbewerber. Und da kommen sie, auch hochinteressant, wenn man sie beobachtet. Denn hier gibt es eigentlich immer drei Merkmale. Sie haben Eigenkapital, eigentlich ohne Ende. Sie werden also, ich sag mal, teilweise nenne ich sie auch overfunded, weil sie dann einfach ein bisschen zu viel haben. Sie gehen sofort global. Wenn Sie heute sich eine Firma Uber nennen, die gehen ganz schnell global, damit sie den globalen Reach haben, im Gegensatz zu anderen Taxi-Apps, die es auch gibt, die dann aber sagen, nee, ich gehe jetzt mal von Hamburg nach Hildesheim, von Hildesheim nach Berlin, wo ich dann da gesagt habe, ich glaube nicht, dass das Modell sich durchsetzt, gerade in diesem schnellen Markt herein. Under Armour, ein anderes Beispiel. Under Armour verkauft heute Produkte, immerhin. Verkauft Produkte, macht aber gleichzeitig ein Lifestyle daraus, eine digitale Experience. Ich kann mich jetzt austauschen mit 30 Millionen oder mit 38 Millionen Menschen, die heute schon konnektiert sind. Also sie bauen die Themen anders, und es ist sehr interessant, wie sie es machen. Natürlich Marketing Power, Globalität und Lifestyle, die Integration auch von IT mit rüber. Und Alibaba, da ich ja viel Zeit auch in China verbringe, hochinteressant, sich mal mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen. Ich hatte erst mal den Fehlglauben, das ist jetzt Amazon in China. Wie ich dann festgestellt habe, die haben ja gar kein Lager, sondern die verteilen nur zwischen den Dingen. Und mittlerweile würde ich sagen, ähnelt Alibaba eher einer Bank, einem Finanzinstitut, denn eines Logistikunternehmens. Und auch die werden sehr stark in die Geschäftsprozesse reingehen. Und hierbei immer wieder die Frage, was macht mein eigenes Unternehmen? Sitze ich jetzt noch auf dem Fahrersitz oder sitze ich schon hinten drauf und muss mich jetzt in diese Netzwerke einklinken, um meine Produkte hier zu verkaufen? Early Adapters, auch wichtig. Wir dürfen die Chance nicht verpassen, auch hier reinzukommen. Denn eins ist klar, über die nächsten 10 Jahre, und da gibt es eine Studie von Capgemini, die sagen, 40% der Fortune 500 Companies wird es in 10 Jahren nicht mehr geben. Und wenn wir heute mal Brands nehmen, die wir auch in Deutschland hatten, Telefunken, Grundig, AEG und so weiter, wissen wir noch, was es heißt, wenn diese Brands verschwinden, weil sie einfach in der Geschwindigkeit nicht mehr so mithalten können. Deshalb Early Adapter sehr wichtig. Auch hier die Studie sagt, haben höheren Umsatzwachstum, haben höhere Börsenbewertungen, haben eine höhere Profitabilität. Und wir wissen alle, wir wissen, dass SAP auch immer gut, steht der Aktienkurs gut, stehen die Zahlen gut, sagt der Käufer, okay, das ist ein sicheres Unternehmen, ich springe hier drauf, habe eine gute Grundlage auch für die Zukunft. All das, und dabei ist passiert heute, der
technologische Treiber. Und hier sehen wir auch 5 Trends. Und ich glaube, die kennen Sie auch schon recht gut. Das ist einmal die Hyper-Connectivity. Sie ist heute faktisch da. Sind die sozialen Netzwerke. Sie hatten vorher gesagt, da passiert heute was drin. Ich meine, ein Sportartikelhersteller wird nicht mehr heute eine Marketingagentur beauftragen und sagen, wie war denn meine Entwicklung? Welches T-Shirt muss ich denn für die Europa-Weltmeisterschaft oder die Weltmeisterschaft in Russland überhaupt fertigen, sondern die gehen in die Twitters, die gehen in die Facebooks, die gucken hier, über wen wird denn jetzt gesprochen? Wenn also heute über Lewandowski nicht mehr getwittert wird, brauche ich auch kein T-Shirt machen, aber bei den Toren, die der schießt, glaube ich, habe ich da jetzt keine Sorge mehr. Die müssten Sie uns mal für Hoffenheim am Wochenende ausleihen. Cloud Computing, ja. Ein Thema, was passiert, was auch unterschiedlich in der Temperatur gekocht wird, auch das sehen wir natürlich unterschiedlich von Kontinent zu Kontinent, sehr stark natürlich in den USA. Aber die Möglichkeiten, heute Daten abzulegen, Software as a Service zu konsumieren, auch wohl atmend. Teilweise ist man da Zeitraum fix, aber zeitraumübergreifend wieder variabel. Also auch da sind die Geschäftsmodelle noch nicht so weit gereift, dass sie 100% mitatmen. Eine Plattform oder eine Infrastruktur als a Service ist heute vorhanden. Cyber Security, und ich glaube, Herr Lenk, Sie hatten auch darüber gesprochen, eins der großen Thema, wir haben und sind auch durch. Und ich war selber mit in dem Projekt, die Data Protection, die EU Data Protection, der man da auch entsprechen muss. Aber ich glaube, Cyber Security ist etwas nicht, wovor man Angst haben sollte oder sagen, nee, das ist nicht sicher, ich kann da nicht rein, sondern wir müssen sauber und gut und verantwortungsvoll managen. Denn natürlich ist klar, wenn ich Maschinen mache oder wie es in den USA passiert ist, dass auf einmal mein Gaspedal unter meinem Fuß so ein bisschen nach unten geht, weil ein Dritter eingreift, ist sicherzustellen. Ansonsten würde ich sagen, wird sich die Entwicklung noch deutlich verändern. Der vierte Punkt, Supercomputing. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ganz wichtig ist. Wir haben heute Kapazitäten, von denen wir vor Jahren noch geträumt haben. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir das R3 gebaut haben, wo wir dann gesagt haben, es passt eigentlich keine Datenbank dazu, wir müssen eine eigene bauen. Bis dann der Dietmar Hopp gesagt hat, naja, also das ist ja ganz gut, aber wir bauen jetzt eine neue Lösung, eine R3, noch eine Datenbank dazu in der Größenordnung. Wir waren gerade mal 1000 Leute, könnte uns doch ein bisschen überfordern. Aber der Hasso Plattner hat dann nie losgelassen. Er hat gesagt, wir müssen gucken, dass wir Datenbanken und Applikationen verschmelzen. Code to Data, der runterdrücken und sagen, jetzt kann ich anders arbeiten als über eine klassische Datenbank-Schnittstelle. Ist richtig. Und die Restriktionen, die wir heute haben, sicherlich gibt es heute noch Restriktionen, wie viel Terabyte können wir noch im Hauptspeicher fahren, werden sehr schnell verschwinden. Da würde ich mich jetzt auch gar keine so großen Sorgen drum machen. Und das erste Mal in meinem Leben, als ich als kleiner Entwickler angefangen habe, meine Karriere, wo wir das erste Mal sagen, eigentlich haben wir heute die Ressourcen da, von denen wir früher nur geträumt haben. Früher waren die Ressourcen der Engpass. Und 80% der Programmierarbeit war eigentlich nur damit beschäftigt zu sagen, naja, jetzt lass mich mal optimieren, den Zugriff optimieren, was hole ich in den Cache, was lade ich wieder raus auf die Platte und so weiter, ist eigentlich heute vorbei. Und damit haben wir eigentlich nur noch eine Restriktion, aber eine wesentliche Restriktion, nämlich die Fragestellung in meinem Gehirn, wie flexibel kann ich sein, finde ich Methoden, ist das Design Thinking oder was, um die Möglichkeiten aus der Technologie jetzt auch zu heben, Möglichkeiten zu machen, was passiert. Und dazu, glaube ich, haben wir ganz gute Beispiele. Wenn wir auf die nächste Slide gehen, nehme ich die Fragestellung hier. Das Ganze findet statt und ich habe 2 Gäste heute, auf die ich mich schon sehr freue. Das eine ist FC Bayern München. Und bitte einmal das Video ab, die sich auch dieser digitalen Chance und der Herausforderung gestellt haben. Vielleicht machen wir einmal das Video hier. Wir leben von Emotionen. Wir sind ein international agierendes mittelständisches Unternehmen und wir haben sehr, sehr komplexe Anforderungen an unsere IT. Wenn wir eine normale Jahresbelastung nehmen, so reden wir über 30.000 Dialogschritte in der Stunde, die unsere SAP-Systeme leisten müssen. Nach großen Spielen sprechen wir über das 30-fache. Wir sprechen über 900.000 Dialogschritte pro Stunde. Hierfür brauchen wir Systeme, die skalierbar sind. Wir müssen schnell auf die Emotionen unserer Fans reagieren können.
Innovation ist das Thema in der IT schlechthin, das uns treibt. An der Spitze wird die Luft immer dünner und die letzten Prozente kann man nur rausholen, wenn alles stimmt, und dazu gehört eben vor allen Dingen auch IT. Unsere Vision ist es, zusammen mit SAP den nächsten Level zu erreichen, indem wir den gesamten Verein in seiner digitalen Struktur auf ein Basissystem stellen, und darauf basieren dann unsere Warenwirtschaftssysteme, unsere digitalen Medien und auch die Player-Performance-Tools, die wir für die Spieler einsetzen. Optimieren des Trainings, der taktischen Dinge, der Trainingsbelastung. Wie ist die Laufleistung, wie ist der Herzschlag, wie ist der Puls? Durch die Migration unserer Systeme auf HANA und durch den Umzug in die HANA Enterprise Cloud haben wir erhebliche Performance-Vorteile erzielen können. Diese Performance-Vorteile haben es unter anderem ermöglicht, dass wir ein reibungsfreies Weihnachtsgeschäft abliefern konnten, zum ersten Mal in unserer Vereinsgeschichte. Wir haben Performance-Verbesserungen im Bereich ERP von messbaren 70% erreicht, im Umfeld von SAP BW sogar von 80%. Einfachheit ist der Schlüssel zum Erfolg. Je einfacher und je reduzierter aufs Wesentliche, desto effizienter sind Systeme einzusetzen. Und das gilt auch für die SAP-Technologie, die wir hier im Verein anwenden. SAP helps FC Bayern München run simple. Ja, vielen Dank, Herr Fichtner. Bisschen übernächtigt, was ich gut verstehen kann. Was war los? Ist nicht so gut gelaufen. Ich hatte 10-0 getippt oder 10-1, aber trotzdem 5-0 geht doch gut. Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ich glaube, gut verdient hier. Leverkusen hätte ja noch mal ein Tor mehr schießen können, mindestens. Aber so ist das. Wir haben gerade Bayern München gesehen. Sie haben auch da die Herausforderung angenommen, nämlich was heißt für Sie die digitale Transformation und wie gehen Sie eigentlich im Unternehmen an und nehmen, wie es auch gesagt wurde, wie Dr. Schell sagte, auch die Mitarbeiter mit? Genau. Also zunächst mal die Digitalisierung, die betrifft alle Bereiche in unserem Unternehmen. Wir beginnen immer bei den Fans und wir enden im sportlichen Bereich. Wenn wir uns die Emotionalität ansehen, die uns treibt, nur die wenigsten unserer Fans kommen in die Möglichkeit, uns wirklich live hautnah erleben zu können. 400 Millionen Fans gilt es für uns zu adressieren, in Echtzeit zu adressieren, weil wir von den Emotionen leben. Also ich glaube, ich habe es gesehen, selbst in Shanghai habe ich die ersten Fans gesehen. Das waren, ich glaube, Sie haben da den Launch gemacht, aber ich glaube auch, dass das Ganze global wird. Und wenn Sie nach Bali gehen, treffen Sie mehr Bayern-München-Fans als in München teilweise. Aber die haben auch mehr, also man muss sagen, Bayern hat, München hat 1 Million Einwohner, Shanghai hat 26 Millionen, aber da sind die Märkte und die Märkte wollen auch erreicht werden. Was hat Ihnen von SAP geholfen, welche Innovationen? Im Rahmen der IT-Strategie hatten wir zwei Schwerpunkte gesetzt. Der eine Schwerpunkt war, wie können wir die Massendaten in Echtzeit verarbeiten? Und der zweite Punkt war, wie bringen wir unsere Services den Fans gegenüber mobil zu dem Fan? Wenn wir uns die Ausgangssituation anschauen, so hatten wir 52 Systeme, die sich mit Fan-Daten beschäftigen, um unser SAP als Core-System außenrum. 52 Systeme, die Spezialaufgaben übernommen haben, beispielsweise eine Fan-Club-Abwicklung, eine Mitgliederabwicklung, unser Kids-Club, und die Daten wurden dort singulär gehalten. Das heißt, aus einer zentralen Sicht, wo wir den Anspruch haben, unsere Fans als Golden Customer zu führen, und die 360-Grad-Sicht auf unsere Fans zu haben, ein absolutes No-Go an der Stelle. Durch die Migration auf die HANA im letzten Jahr haben wir die Basis geschaffen, Massendaten zu verarbeiten und die Ergebnisse auch in Echtzeit auszuwerten und digitale Ereignisse unseren Fans gegenüber zur Verfügung zu stellen. Der zweite Aspekt war die Mobilität, die wir anstreben, und auch die Mobilität hält immer mehr Einzug bei uns im Club. So haben wir beispielsweise Lösungen im Einsatz für unsere Außendienstmitarbeiter im Bereich B2B. Wir haben aber auch sehr viele Lösungen im Bereich der sportlichen, also des sportlichen Bereichs, da kommen wir, denke ich, nachher noch mal kurz drauf zu sprechen. Und auch unser komplettes Stadionmanagement am Spieltag mit der Steuerung von Parkhäusern, Zutrittssystemen. Die ganze Koordination, die am Spieltag stattfindet, basiert heute auf mobilen Lösungen, auf der mobilen Plattform von SAP. Ich glaube, ich habe verstanden, der Vorstand wird uns noch ein bisschen in Gang behalten, wird sich auch nicht arbeitslos machen, denn da kommen permanent neue Ideen hin mit den Innovationen. Eine Innovation nährt ja schon die nächste, und ich glaube, da werden wir auch weiter
noch gut zusammenarbeiten. Das ist korrekt, aber einer Idee werden wir sicherlich nicht folgen, da Sie am Wochenende Robert Lewandowski bekommen. Den brauchen wir selbst. Schade eigentlich, aber der Versuch war es wert. Also. Ja. Gut, soweit, glaube ich, vielen Dank von Ihrer Seite auch für das Kommen hier und tolles Beispiel. Und ich glaube, wir könnten eigentlich jetzt jede DSRG-Kongress hier sagen, wie geht es weiter hier. Denn die Innovation nimmt im Tempo sogar noch zu, was dort möglich ist. Und ich glaube, das ist wichtig, was Sie sagen, 400 Millionen Fans. Und die Fans liegen da, auch wo die Menschen sind. Und ich glaube, diese asiatischen Märkte, die Sie erreichen müssen mit Emotionen, mit Ihren Produkten, wird noch, aber auch mit dem Erlebnis live am Spiel, fast quasi live oder virtuell am Spiel teilzunehmen. Exakt. Gut. Herr Kleinemeier. Herr Fichtner, vielen Dank. Vielen Dank. Eine schöne Veranstaltung noch. Dankeschön. Ja, vielleicht kriegen wir der Lewandowski doch eine Halbzeit, vielleicht, wenn der in 7 oder 8, 9 Minuten 5 Tore schießt. Die 10 Minuten könnten Sie zwar geben, aber wir arbeiten noch dran. Ein Beispiel aus einer ganz anderen Industrie, nämlich aus der Landwirtschaft, wo man es nicht unbedingt erwartet. Aber auch hier haben wir ein Beispiel. Und ich würde mal den nächsten Film einmal bitten, hier abzuspielen. Ja, ich darf auf die Bühne bitten Herrn Dr. Goy-Hinrich Korn von der Firma Krone, von der Holding. Herzlich willkommen. Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, zumindest die ersten 5 Jahre. Und natürlich waren landwirtschaftliche Fahrzeuge in meinem Interesse, hat sich dann ein bisschen geändert. Die sind dann ein bisschen mehr nach Zuffenhausen gegangen, aber... Später, aber sehr spät. Ich glaube, was für mich interessant war, und wir hatten die Diskussion auch abends im Berliner Hotel, was kann man machen? Mich hat eigentlich immer sehr interessiert, wie Sie auf diese Ideen kamen, dann die Ideen doch auch in die Umsetzung bringen. Ja, vielleicht ganz kurz zur Krone. Bayern München ist ja, glaube ich, weltbekannt, Krone vielleicht nicht ganz so. Wir kommen nicht aus München, wir kommen aus dem Emsland. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen in der Landtechnik unterwegs. Dort fokussiert auf die Grünfutterente, das heißt Mähen, Wenden, Schwaden, dann Rundballen erstellen mit den Pressen, Großpackenpressen und dann eben auch die Maishäcksler, das haben Sie eben im Film gesehen. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich, das ist die Trailerindustrie. Wenn Sie auf der Autobahn fahren und sich mal wieder ärgern und einen LKW vor sich haben und dann denken, Mensch, kann ich den nicht eben überholen, gucken Sie mal unten aufs Schild, da steht dann Schmitz, Kögel oder eben auch Krone. Das sind unsere beiden Geschäftsbereiche. Zu letzterem werde ich jetzt nichts sagen. Wir sind heute hier wegen der Landtechnik. Und da ist eben die Frage, ja, was bedeutet Industrie 4.0, Internet der Dinge für Krone? Und ich möchte das jetzt mal in 5 Minuten, glaube die habe ich, kurz erläutern, um rüberzubringen, dass das für uns wirklich existenziell notwendig ist. Wenn Sie gucken, wir haben heute intelligente Maschinen, ich glaube, die haben Sie gerade gesehen. Diese Maschinen sind auch verbunden, so eine Rundballenpresse ist verbunden mit dem Traktor. Wir sind heute in der Lage, und dafür haben wir auch mal eine Goldmedaille bekommen, den Traktor zu führen. Also die Presse steuert inzwischen den Traktor. Das brauchen wir dafür, um dann also permanent Ballen erzeugen zu können. Also wenn man so aufs Feld guckt und mal so eine Rundballenpresse betrachtet, die bleibt stehen und dann wird hinten der Ballen rausgeworfen und dann fährt sie wieder los.
Das muss nicht mehr so sein. Also wir können inzwischen die Geschwindigkeit des Traktors steuern und daraufhin können wir permanent also Ballen produzieren. Das ist Connectivity zwischen Maschinen, also der Landtechnikmaschine und dem Traktor. Insofern haben wir nicht nur intelligente Maschinen, sondern wir haben auch intelligente Systeme, die miteinander verbunden sind. Da hilft uns dann auch der ISOBUS-Standard und den haben wir schon seit Jahren und deswegen funktioniert das mit der Connectivity auch in der Landtechnik so gut. Dabei ist es aber nicht stehen geblieben. Was wir brauchen, sind Systeme von Systemen. Sie sehen das jetzt hier auf dem Bild. Wenn Sie heute auf einem Acker sind, dann haben Sie dort Maschinen. Sie haben den Landwirt, Sie haben den Lohnunternehmer, der die Maschinen fährt und Sie haben den Berater. Das heißt, dort wird nicht nur irgendwann mal das Feld geerntet. Das ist genau geplant. Ein Mais muss dann geerntet werden, wenn er exakt genau den Trockenheitsgrad hat, den er braucht. Das heißt, so weit wird vorgeplant. Wir sind in der Lage, heute Ertragskarteien zu liefern. Das haben wir im Bild haben wir gesehen, wie die Schläge geplant werden. Man kann also, wenn der Maishäcksler vom Feld sieht, kann man sich den Ertrag anschauen. Und zwar nicht nur in Form von Kilo, sondern in Form von trockenem Mais. Denn das Wasser kriegt ja der Landwirt nun mal nicht bezahlt, sondern nur das Gut. Also das ist alles möglich und da werden dann Auswertungen gefahren, da wird dann analysiert, wie viel Dünger muss ich auf welcher Parzelle im nächsten Jahr aufbringen, wie ist das mit den Pflanzenschutzmitteln, Predictive Maintenance, dass ich die Pflanzenschutzmittel zielgerichtet einsetze. Das ist Realität. Wenn man sich das anguckt auf der Agritechnica, also der Leitmesse der Agrarindustrie in 2015, jetzt im November, werden 5 Goldmedaillen verteilt. Eine kriegt auch die Firma Krone. Das will ich aber hier gar nicht erwähnen, wofür. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass John Deere 3 Goldmedaillen bekommt und 2 davon nicht für irgendwelche Maschinen, sondern für IT-Systeme. Einmal geht es darum, das Ausbringen von Dünger zusammen mit Maschinen von John Deere zu steuern, zielgerichtet zu steuern, also ein IT-System, um so etwas optimiert zu machen. Und ein anderes, da geht es um den Pflanzenschutz, ein System, um dem Landwirt zu helfen, den Pflanzenschutz vernünftig zu planen und ja, zielgerichtet durchzuführen, also 2 Goldmedaillen in der Produktinformatik. Das zeigt, wo es hingeht, das zeigt, dass dieses Bild hier Realität ist. Und jetzt will ich noch einen drauflegen und eigentlich zeigen, ja, was passiert hier gerade. Ich glaube, jeder von Ihnen kennt die Firma Monsanto. Monsanto ist in erster Linie, sage ich mal, ein Hersteller von Saatgut. Und da sieht man vielleicht auch ein bisschen den Zusammenhang zur Landtechnik. Also Monsanto ist in den USA so weit oder geht so weit, dass sie Verträge mit Landwirten abschließen, indem sie sagen, Landwirt, wenn du mein Saatgut nimmst, wenn du meinen Dünger nimmst, wenn du mein Pflanzenschutzmittel nimmst, wenn du meine Maschine nimmst zum Ausbringen dieser 3 Dinge, die ich vielleicht als Monsanto vorher bei John Deere oder anderen gekauft habe, umgebaut habe, meine Technik reingebracht habe, und wenn du dazu noch meine IT-Systeme nimmst, um dann dich von mir beraten zu lassen, wie viel Saatgut du ausbringst, wann du es ausbringst, wann du düngst, wann du in deinem Pflanzenschutz applizierst. Wenn du diese Dinge tust, dann garantiere ich dir einen Ertrag. Und der Landwirt in den USA tut das. Also, was heißt das für Krone? Da kommt eine Monsanto und beschäftigt sich auf einmal mit Dingen. Wir sind Landtechnikhersteller und sind konfrontiert mit Monsanto. Für uns geht es an dieser Stelle auch darum, den Kunden einen Mehrwert zu geben. Aber es geht vor allem darum, dass wir überleben. Adapt or die. Ja. Ich glaube, der Treiber war nicht auch mit der Wettbewerb, aber sich dann doch auch weiterzuentwickeln und zu sagen, wir suchen die Felder, wo wir uns auch differenzieren können, nämlich gegen solche Wettbewerber, die auch den Markt, ja, ich hätte fast sagen, disrupten, ja, die reinkommen. Wir haben ja Antworten. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und wir beide haben uns dann, ich weiß nicht, wann war es? Im November, letzten Jahres haben wir uns getroffen. Was wir brauchen, und das ist ja jetzt hier die zweite Frage, ist,
Ja, wir brauchen die Antwort. Und wie schon gesagt, wir haben intelligente Systeme. Das habe ich, glaube ich, rübergebracht. Wir haben die Connectivity. Was wir jetzt brauchen, ist eine Integrationsplattform. Und zwar eine offene. Die John Deere Goldmedaille ist ja schön und gut. Das kann ich jetzt doch recht selbstbewusst hier sagen. Sie ist auch richtig. Aber das ist ein proprietäres System. Was wir brauchen, ist ein offenes System. Und zwar mit starken Partnern, die eben auch Technologieführer sind. Das ist die dritte Komponente. Und ich glaube, jetzt versteht man auch, warum ich hier heute stehe. Und die vierte, das ist dann, das ist auch schon viel gesagt, sind dann eben die datenzentrierten Anwendungen, die Services. Und die dann on demand und unter Freigabe nur dedizierter Daten ablaufen. Und da brauchen wir auch die Antworten. Und ich denke, die Technologie ist da und die Daten sind da. Wir müssen das jetzt einfach nur machen. Vielen Dank. Vielen Dank und wir hoffen natürlich und werden mithelfen, dass es Krone noch möglichst lange gibt, aber in der neuen Welt. Vielen Dank, Herr Dr. Korn. Danke sehr. So, jetzt haben wir viel über, ja, nicht mehr die Zukunft, eigentlich schon die Gegenwart gesprochen, weil diese Dinge passieren. Sie sind wichtig, dass man die Dinge erkennt. Und ich möchte Ihnen jetzt fange ich schon an zu überziehen, sehe ich gerade hier, ich sehe die rote Leuchte, noch kurz etwas zum Thema S4, aber hier insbesondere über den Weg dorthin sagen, denn wir haben uns viel, viel Gedanken jetzt gemacht, wie bringen wir Sie denn heute in die neue Welt, in die neue Applikationswelt, in die neue Generation hinein. Und dazu ist natürlich wichtig, dass S4HANA ist nicht das klassische ERP, sondern wir arbeiten hier mit dem drastisch reduzierten Datenmodell, mit drastisch reduzierten Footprint. Und wir suchen natürlich heute auch, was ist denn im System anders? Das lässt sich nicht ganz so leicht machen, das lässt sich auch nicht durch jedes Webinar machen, sondern wir haben uns hier überlegt, ein paar Services zu machen. Aber bevor ich das hier sage, möchte ich noch einen Gast auf die Bühne holen, nämlich den Manfred Bandle von Geberit, der diesen Weg schon gemacht hat und sich noch bester Gesundheit erfreut. Herr Bandle, vielen Dank fürs Kommen. Und für uns nochmal wichtig, Sie haben S4 eingeführt. Was waren denn die Beweggründe? Gut, lassen Sie mich beginnen mit einem Blick zurück in die Vergangenheit. Geberit hat bereits 2012 sich mit dem Thema HANA befasst, einerseits als Grundlage, als Plattform für das Sub-Business Warehouse und andererseits als Ersatz für das Business Warehouse Accelerator. Damals war es für uns noch kein Thema, damals war noch der Appliance-Ansatz da. Richtig interessant wurde das Thema dann erst in 2013, als SAP die HANA Runtime-Lizenz auf den Markt brachte, mit der ich alle unseren eingesetzten Sub-Lösungen mit einer einheitlichen Datenbank mit der HANA betreiben konnte. Gleichzeitig kam zu dem Zeitpunkt die Tyler Data Center Integration Ansatz auf den Markt, im Gegensatz zu dem Appliance Ansatz. Und das hat dann so geführt, dass wir praktisch damit mit diesen zwei Sachen unseren TCO im Rechenzentrumsbetrieb niedrig halten konnten. Geberit selber ist ein innovatives, wachsendes und agiles Unternehmen. Und das hat uns dazu geführt, dass wir strategisch uns entschieden haben, in 2013 die Reise hin zu SAP HANA zu starten. Wie haben Sie die Transformation gemacht zu S4 HANA? Ja, wir haben bereits begonnen, um erste Erfahrungen zu sammeln, in 2013 unser Business Warehouse System umzustellen auf HANA. Dies verlief sehr erfolgreich. Danach haben wir dann Mitte 2014 als quasi erstes ERP-System, unser HCM-System, unser zentrales, umgestellt auf HANA. Das war wiederum sehr erfolgreich. Und die Stabilität von HANA, die einfache Bedienung, das hat uns dann dazu geführt und auch die sehr kurzen, schnelle, problemlose Migration hat uns dann wirklich überzeugt, dass wir gesagt haben, in 2015, 22. März genau war der Zeitpunkt, unser weltweit genutztes globales ERP-System auf SAP HANA und dann zu S4 HANA hin zu migrieren. Haben Sie von vornherein mit die Mehrwerte ermittelt oder haben Sie über den Zeitablauf dann gesagt, wo sind denn jetzt eigentlich die Potenziale und wie kann ich sie heben? Ja, das hat sich über den Zeitablauf hin entwickelt. Ich werde am Schluss noch ein paar Kennzahlen, kann ich Ihnen noch nennen. Insgesamt war das so, dass wir unsere konkreten Erfahrungen waren halt, wie es schon erwähnt, auf der technischen Seite, war ein sehr stabiler HANA-Betrieb.
und ein sehr einfacher Betrieb. Und wenn wir jetzt auf die Businessprozesse zu sprechen kommen, da war es so, dass überall dort, wo SAP Geschäftsprozesse oder Transaktionen, Anwendungen neu entwickelt hat auf Basis von HANA, zum Beispiel Simple Finance, das wir auch im Einsatz haben, dort haben wir sehr große Mehrwerte im Hinblick auf Performance und Flexibilität. Insgesamt würde ich noch gern zwei Beispiele erwähnen. Und zwar das eine Beispiel, das ist bei uns im Finanzreporting und im Shopfloor-Management. Im Business Warehouse können wir nun durch die Beschaffung von Daten in Realtime aus dem ERP-System, können wir unserem Anwender zu jedem Zeitpunkt die aktuellste Sicht darstellen. Und wenn man jetzt das betrachtet, kann man sagen, insgesamt ergibt es diese Möglichkeit, historische Daten aus dem Business Warehouse mit wirklich Realtime gelesenen Daten aus dem ERP zu verknüpfen. Und das gibt auch für unser Unternehmen ganz andere Ansätze und Unternehmenssteuerung. Das war das erste Beispiel. Das zweite Beispiel, wo ich nennen möchte, ist im Bereich UI. Wir haben auch bereits in 2014 begonnen, unsere erste Fiori-Applikation, Fiori-App, eine Rechnungsfreigabe, der Klassiker, selbst zu entwickeln, weil damals der SAP-Standard noch nicht so weit war. Und auch das Feedback von unserem Business war so positiv, dass wir gesagt haben, überall dort, wo wir sehen, wo es möglich ist und auch sinnvoll ist, in allen Bereichen von unserer Business Suite Fiori-Applikationen unserem Anwendern zur Verfügung zu stellen. Und dort sind wir auch gerade dabei, im Simple Finance Bereich die Smart Business Anwendungen anzuschauen und dort, wo wir dann wirklich den Mehrwert sehen, auch einzusetzen. Schöne Reise, denke ich, und sie wird weitergehen. Ja, ich habe noch ein paar Kennzahlen, kann ich vielleicht noch kurz nennen. Vielleicht noch zur Projektlaufzeit. Also wir haben unser ERP-System in 2,5 Monate umgestellt. Und zwar, wir haben es wirklich komplett grunderneuert, angefangen von der Hardware, Betriebssystem, Datenbank, Subnet Weaver, ERP Enhancement Package 7 und allerletzt Simple Finance. Das Ganze in 2,5 Monaten. Dann wir haben den Data Footprint von 1,7 Terabyte komprimiert unter Oracle. Den konnten wir zurückführen auf ca. 900 Gigabyte unter HANA. Wir haben auch im Reporting ein paar Performance-Kennzahlen. Wir haben zum Beispiel die Debitoren-Einzelpostenliste, wo früher 7 Minuten ging über ein großes Datenvolumen, geht heute 4 Sekunden. Wir haben eine Umsatzsteuervoranmeldung, lief früher 1 Minute, läuft heute 5 Sekunden. Wir haben eine Gemeinkostenkalkulation, 120 Minuten in der Vergangenheit, läuft heute noch 9 Minuten. Also dort haben wir schon auch für den Anwender spürbare Mehrwerte. Sehr gut zu sehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, Herr Bandle. Vielen Dank. Mit der Steuer lasse ich mir mehr Zeit als 5 Sekunden meist, wenn ich zahlen muss. Genau. Okay, ja, Herr Bandle, vielen Dank und viel Erfolg weiter auf dem Weg. Dankeschön. Danke sehr. Ja, in den letzten Minuten vielleicht ganz kurz einen Blick darüber, was für Gedanken wir gemacht haben. Wir haben hier ein sehr großes Projekt im Entlaufen, wo wir alle Teile mit einbeziehen, nämlich die Frage, in welchen Steps glauben wir, Sie oder unsere Kunden sicher und schnell in die neue Zukunft zu bringen. Einmal natürlich eine Frage, wie können wir uns vorbereiten, wie können wir ein Discovery machen, wie machen wir die Ausarbeitung, so das sogenannte Explore, wie können wir die Realisierung machen und wie heben wir dabei auch die entsprechenden Entwicklungspotenziale. So das Ganze, bitte gerade den nächsten Slide hier, sehen wir in den 4 Schritten und das ist sehr, sehr wichtig. Und diese Schritte fangen schon eigentlich weit vorher an, weil wir über den Solution Manager oder über andere Tools Ihnen Programme bereitstellen, die jetzt Ihre Systeme, Ihre heutigen Systeme eigentlich mal vermessen und gucken, was tun die eigentlich, mit welchen Transaktionen arbeiten sie, wo finden wir Modifikationen, welche Modifikationen nutzen sie im Sinne von Back to Standard und haben dann eigentlich eine gute Arbeitsgrundlage hier für den ersten Schritt, der so 2 bis 3 Tage dauert, wo wir einfach mal sagen, was für ein Nutzungsprofil haben wir, wo haben wir die Schwerpunkte, das heißt, liegen Ihre Schwerpunkte mehr in Logistik, liegen Sie mehr in der Instandhaltung, liegen Sie mehr in der Produktion. Die SAP hat hier, glaube ich, heute ungefähr 100.000 Screens. Welche Transaktionen sind für Sie denn wichtig? Wo gehen wir rein? Und dann ist ganz, ganz wichtig, dass wir ein grobes Funktionsmapping machen, sodass wir sagen, mit dem ersten Schritt, ich sage mal mit dem Release 15.11, laufen wir in keine Sackgasse. Wo wir sagen, die Funktionen, die vorhanden sind, können wir jetzt auch umführen oder sie kommen im März oder wie auch immer. Das ist sehr, sehr wichtig, dieser Workshop, den von vornherein zu machen,
damit wir wirklich sehen und auch ganz ehrlich rangehen und sagen, wir können es jetzt machen oder wir sollten es noch um 3 Monate verschieben, weil wir gewisse Dinge nicht haben. Das Ergebnis ist eine Art Heatmap, wo wir wirklich sagen, okay, welche funktionalen Änderungen machen wir. Der nächste Schritt geht schon etwas weiter, wo wir jetzt wirklich in die Auswahl der Geschäftsprozesse gehen und sagen, wie läuft denn eigentlich heute ein gewisser Prozess in der klassischen Business Suite und wie wird er im S/4HANA laufen? Was ändert sich dabei? Welche Fioris kann ich einsetzen? Aber was ändert sich auch am Arbeitsablauf dabei? Wo kann ich hier wiederum Potenziale helfen? Und wenn wir das Ganze gemacht haben, wissen wir auch ungefähr, wie wir die Landschaft integrieren. Das Ganze dauert 2 bis 3 Wochen. Und das Ergebnis hier ist dann das entsprechende konkrete Einführungskonzept, um dann parallel auch hier zu sagen, denn die technische Architektur, was für eine technische Architektur brauchen wir eigentlich hier, das heißt Hardware festlegen, Sizing und so weiter, die Daten, die Infrastruktur machen, auch nochmal so 2 bis 3 Tage. Ergebnis hier, wir haben die Hardwareentscheidung soweit getroffen, wir haben den Einführungsplan auch hierfür. Und dann geht es weiter in das ganze Thema der Migration. Wir haben gerade gehört, 2,5 Monate. Wie gehen wir mit der ganzen Migration um? Das heißt, welchen Zeitplan, Aufwand, was für ein Alt-Release haben wir eigentlich hier? Ist es das Release 4.6? Dann müssen wir nochmal einmal zumindest technisch einen Schritt machen auf die Suite on HANA. Also auch hier die detaillierte Migrationsplanung pro Landschaft dann auch festzulegen. Und dann geht es in die Konversion, wo wir sagen, wir brauchen ein Uptime-System. Wir müssen gucken, dass wir ein Nero Zero Downtime hier haben. Das heißt, wir wollen versuchen, das tatsächliche Nichtvorhandensein des Systems auf wenige Stunden zu begrenzen. Wir haben das gemacht mit Asian Paints, ungefähr 5 Terabyte. Wir haben die Migration über 4 Stunden gemacht, muss ich fair sein. 2 Stunden Test waren noch oben drauf, aber nach 6 Stunden stand das neue System und lief bereits. Das heißt, vom Risiko her, glaube ich, dann auch schnell zu machen. Und wir machen ja hier die Datenbankmigration und den Upgrade in einem Schritt, an einem Wochenende. Natürlich, die Vorbereitung dauert länger, denn Sie wollen ja nicht, wie wir vorher gesagt haben, den alten Wein in neuen Schläuchen. Wir sehen heute die Optionen. Dabei sehen wir heute 3 Optionen, wie Kunden rübergehen wollen. Das eine war auch gefordert, Herr Ortsgericht gesehen, eine Migration des bestehenden Systems. Dabei würde ich immer gucken, entspricht das jetzige System eigentlich noch der Zukunft, dem heute, aber auch der nächsten 10 Jahre, oder bin ich zu sehr in den Business Blueprint, den ja bei vielen wir ja, was weiß ich, 1995 gemacht hatten. Ich hatte mal mit einem Kunden gesprochen und er sagt, ich habe dann nur gesagt, du willst ja nicht ernsthaft den Blueprint von 1997 jetzt in das neue System bringen, sondern hier gehen wir auch andere Dinge. Wir sehen andere Möglichkeiten, wenn das System, muss man hierzu sagen, aber aktuell ist, da haben wir jetzt einige Kunden, wir haben reingeschaut, das System passt so, wie es ist, wir können es eigentlich konvertieren, dann machen wir es ähnlich, wie wir es auch bei der Firma, wie es bei der Firma Geberit gelaufen ist, wir setzen das System um. Andere Firmen sagen heute, ich muss gleichzeitig eine sogenannte Transformation machen, das heißt eine System Landscape. Ich bringe jetzt mehrere Systeme in eins zurück, das haben wir jetzt auch bei den ersten Kunden gemacht, wo wir gesagt haben, was ist eigentlich das System, was am ehesten der Zukunft entspricht, und migrieren jetzt nach und nach alle anderen weiteren Systeme hinein. Und das dritte natürlich hier eine Neuinstallation aufgrund von Guided Configuration für die Cloud oder auch aufgrund von den sogenannten Business Best Practices, die wir mit liefern, eine reine Neuinstallation dann zu empfehlen, wenn wir wirklich sagen, das hilft nicht weiter. Und wir gehen im nächsten Schritt dann auch und sagen, was für Innovationspotenziale können wir darüber hinausheben, dass wir auch hier einen sauberen Business Case haben. Und ich gehe davon aus, das Ganze mit vielen, vielen Services, die wir paketiert haben, die im Hintergrund laufen, also ich sage mal einen Custom Code Check, den machen wir, dafür brauchen wir Sie gar nicht. Wir können, wenn Sie uns die Auswertung geben, wir können das Auswerten präsentieren in die Ergebnisse an einem Tag und wissen dann, wie wir mit den ganzen Modifikationen umgehen. Und ich kann jedem eigentlich eine Exercise nur empfehlen, die ich auf der nächsten Folie habe. Diese Diskussion führe ich immer und ich führe sie sogar gerne, sehr gerne und emotional. Nämlich immer die Frage, Prozess für Prozess, wo habe ich eigentlich eine Marktdifferenzierung und welche Prozesse sind mission critical? Und wenn Sie jetzt hier die 4 Quadranten haben, können Sie selber entscheiden, wo Sie eigentlich was machen. Nämlich die Frage, wo haben Sie Differenzierung? Wenn ich jetzt mal unten reingehe und sage, okay, ich habe niedrige Markt
Differenzierung. Ich sag mal, ich muss eine Rechnung rausstellen, das wird sich am Markt nicht so ohne weiteres differenzieren. Aber es ist mission critical, weil sonst haben sie den Finanzer, den wir vielleicht in Zukunft nicht mehr brauchen, aber der wäre sehr unzufrieden, wenn keine Rechnung mehr rausgeht, hier reinzugehen. Hier empfehlen wir, und wir haben das mit, ich habe es mit einem Kunden gemacht, der aus Salt Lake City ist, der sein komplettes System umgestellt hat und hat gesagt, ist genau richtig. Wir gehen da, wo wir Standardisierung haben, in dem Quadranten hin und sagen, die Organisation bewegt sich auf die Prozesse zu. Es macht wenig Sinn, hier die Modifikationen machen. Interessanterweise, bei den ganzen Modifikationschecks finden wir in dem Bereich viele, viele Migrationen, und Sie kennen alle die Dinge, Sie müssen dann die Dinge mit Regressionstesten und so weiter nochmal durchziehen. Wir empfehlen hier auch dann die Services zu nutzen und sagen, können wir die nicht befreien, gehen wir zurück auf den Standard und gehen auch hier ein bisschen den Aufwand ein, dass sich die Organisation in Richtung der Systeme hier bewegt. Und dann haben Sie die Frage oben, der Frage da, wo wir innovieren, da, glaube ich, ist das Geld untergebracht. Das haben wir gesehen, sowohl vom FC Bayern München als auch von der Firma Krone, in diese Bereiche reinzugehen, die sie differenzieren. Das Invest liegt teilweise zu 80% unten, in dem unteren Quadranten, unten rechts. Wir müssen aber viel mehr Geld nach oben bringen, zu sagen, wir helfen ihnen weiter, dass sie differenzieren, dass sie am Markt andere USPs finden, als wir das vorher hatten. Und deshalb wollen wir den Aufwand möglichst reduzieren, möglichst groß reduzieren. Und ich lade auch hier die DSAG ein, dass wir in die Workshops jetzt mal langsam eintreten und sagen, sind das die richtigen Services? Ist der Weg richtig? Sind wir zu schnell? Kriegen wir denn auch wirklich, nehmen wir uns Zeit genug, die Vorteile jetzt der neuen Datenbanktechnologie oder des S4HANAs hier zu nutzen, um damit zu gehen? Diese Exercise kann ich nur jedem empfehlen, die einmal durchzugehen. Und das ist ganz erstaunlich, wenn Sie dann diskutieren. Wir machen das im Haus auch, das ist hochinteressant, wo dann jeder sagt, nee, das differenziert mich, wo ich sage, jetzt gib mir mal einen Break. Wie kann mich denn dieser Prozess am Markt differenzieren? Ich werde nicht ein Stück Software, nicht einen User mehr am Markt unterbringen können. Das ist mein Tag hier und natürlich auch kein Vortrag, wo wir sagen können, was wollen wir uns vornehmen aus unserer Sicht. Und ich glaube, wir werden drei Hauptthemen haben. Wie können wir die digitale Transformation gemeinsam mitgestalten? Wie können wir Ihnen helfen? Wie können wir die Methoden mit Ihnen prüfen, zu sagen, ich finde diese Innovation, denn so ohne weiteres sind die nicht offensichtlich zu Anfang, sondern man muss sich jetzt mit den Prozessen auseinandersetzen. Was sind das für Themen? Gemeinsame Innovation, hier wollen wir natürlich mit Ihnen noch weitermachen, sehr eng diskutieren, mit natürlich den Informationen, die wir reingeben. Und wir brauchen natürlich auch weiter die Erfolge in der Zusammenarbeit, die wir machen. Dann, glaube ich, und dazu sind wir natürlich bereit in allen Dingen, wie wir es zwischen dem letzten und dem heutigen Tag gemacht haben, gemeinsam durchaus kontrovers diskutieren, wie können wir reingehen. Hier passiert eine Menge neu und deshalb brauchen wir die Kommunikation, brauchen wir die enge Verbindung zu den User Groups. Wir brauchen auch natürlich einzelne Kunden, wo wir sagen, die sind wirklich leading edge, die suchen schon neue Dinge, wo wir auch die Erfahrung wiederum hier einbringen können. Dann, glaube ich, können wir den Schritt gemeinsam wagen und den Sprung wagen lassen in die neue Technologie, wo wir sagen, es ist nicht nur S4HANA, wir wollen digitalisieren, wir wollen mit den Kunden in den E-Commerce, in Multi-Channel gehen, all die Innovationen hier machen. Und ich glaube, im nächsten Jahr werden wir einige Beispiele schon hier haben, gemeinsam von DSAG-Mitgliedern und SAP-Kunden, die wir mit auf die Bühne bringen, die den Schritt gewagt haben, die den Schritt auch hoffentlich in 2,5 Monate, hier kommt drauf an, auf die Komplexität gemacht haben, mit einem Risiko, was kalkulierbar war und mit einem guten Business Case dahinter. Damit darf ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche DSAG. Heute natürlich eine gute Abendveranstaltung. Die Fußballergebnisse haben wir gestern gemacht. Da können wir uns ganz in Ruhe auf die Abendveranstaltung gehen. Ich wünsche Ihnen also auch weiter einen guten und erfolgreichen dritten Tag. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Jahr. Ich hoffe, dass wir dann unsere Zusammenarbeit weiter ausgearbeitet haben. Ich freue mich drauf. Vielen Dank.